Es ist wieder soweit. Die fünfte Jahreszeit im Rheinland hat begonnen. Mit der Proklamation des Dreigestirns im Bergischen Löwen begann auch in Bergisch Gladbach die Zeit der Jecken. Schön. 50 Jahre Blackfuss, wir lieben euch! Ich habe das, ich meine, es ist was dran, denn es gibt ja diese Konkurrenz. Ich habe das gelesen kurz vor Weihnachten in der Zeitung. Da war ein interessanter Bericht über einen Düsseldorfer, der bei einem Arbeitsunfall sein rechtes Ohr verloren hat. Er ist direkt ins Krankenhaus, der Arzt war sehr nett. Sagte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute, wir haben einen Organspender für Ihr rechtes Ohr gefunden. Die schlechte Nachricht, der Mann kommt aus Köln. Hat der Düsseldorfer gesagt, ist mir doch egal, wenn er herkommt, machen Sie mir das Ohr wieder dran. So 36 Stunden nach der OP hat der Zimmernachbar von dem Düsseldorfer zum Arzt gesagt, entschuldige bitte mal, haben Sie den verlegt? Ich habe den Kollegen nebenan länger nicht gesehen, sagt er, nein, der ist leider verstorben, das Ohr hat den Körper abgeschossen. So, ich begrüße hier zwei Drittel des Dreigestirns hier, eure Session ist fast zu Ende. Erste Frage, wo ist die Jungfrau? Die ist sich gerade am Schminken. Die muss ich schön machen. Die muss ich schön machen. Jetzt habe ich euch im letzten Jahr hier auch interviewt, kurz bevor es losging. Jetzt ist das Jahr so schnell rum. Wie fühlt ihr euch? Gut. Fantastisch. Ja. Ein bisschen Tränen in den Augen. Ich wollte gerade fragen, keine Wehmut dabei, dass es schon vorbei ist? Leichte Jahr. Man macht das ja nur einmal im Leben. Das Interview mit dem kommenden Dreigestirn, das kommt jetzt erst gleich noch. Ihr wisst ja ganz genau, wie man sich fühlt. Wie beschreibt ihr denn die letzten Minuten, bevor es losgeht? Ich bin so nervös wie letztes Jahr. Nervös, aufregend, ja, aber man weiß ja nicht alles, was auf einen zukommt. Und, aber ich muss sagen, man ist heute auch wieder nervös. Also wenn man das nicht wäre, ich glaube, dann wäre es verkehrt. Prima, dann bedanke ich mich bei euch, wünsche euch heute Abend noch viel Spaß und wir sehen uns spätestens auf dem Zug. Wunderbar, danke. Bevor es losgeht, vor der Proklamation, wie fühlt man sich? Kann ich nicht beschreiben. Also etwas seltsam, aber ja. Wir haben es eben schon so ein bisschen mitbekommen, ein paar Tränen sind schon geflossen. Da kommen sicherlich noch ein paar hinterher, oder? Das denke ich auch, ja. Also man ist schon so ziemlich aufgeregt. Man kann das, also ich kann es nicht in Worte fassen. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, genießt es und wir sehen uns spätestens sonntags im Zug. Dankeschön. So, zum Prinzen, jetzt auch dieselbe Frage. Wie nervös auf der Skala von 1 bis 10? Ja, im Moment bin ich komischerweise noch recht entspannt, aber ich denke mal, das wird sich gleich noch schlagartig ändern, wenn der Einzug beginnt. Und dann auf der Bühne, ich denke mal, dann steigert sich das schon bis zur 9. Und noch recht nüchtern, wenn ich bemerken darf. Da ist noch kein Kölsch drin, oder? Ganz nüchtern. Noch ein Kölsch habe ich getrunken, aber ansonsten nur Spezi. Ganz nüchtern. Vorbildlich. Danke, danke. Ich muss ja noch fit sein jetzt gleich. Ja, auch viel Spaß für heute Abend. Dankeschön. So, und jetzt noch zum Bauern. Hallo. Bisschen Gewicht zugelegt. Leider 5 Kilo zugenommen, aber für dieses Bauernornat, da müssen wir ja ein bisschen zulegen und dann sind wir auch froh, so schön auszusehen in dem Bauernkostüm. Ornat, Entschuldigung. Prima, und auch die Frage, wie lange hast du gebraucht, um ins Kostüm reinzukommen? Circa eine Viertelstunde braucht man schon, um ins Kostüm reinzukommen. Und es ist schön, einfach dieses Bauernkostüm zu tragen und halt oben mein schöner Federbusch, das ist das Schönste, was es gibt im Dreigestirn. Mir gefällt das Bauern sein, Landschaftsbauer, bleibt Bauer. Prima, dann bedanke ich mich bei euch und viel Spaß heute Abend. Ja, danke schön. So, die Prinzenjahre seiner Qualität in Kompaniestärke. Jungfrau Sandra, wir wünschen eine super geile Zeit. Himmel und Wünsche fahren wir zurück. Der Winter, wer hat so viel Geld?
heute Morgen gelesen. In Berlin wurde mir durchgefragt, ihr habt ganz kreative Ansätze, Bettensteuer, jetzt auch in Bergisch Gladbach. Ich schlage vor, wir sollten die besteuern, die nicht in Bergisch Gladbach übernachten. Da kommt viel mehr in die Kasse, kommt viel mehr in die Kasse und macht die Betten hier voll in der Stadt Bergisch Gladbach. Zweitens, es hat in den letzten Wochen Kritik gegeben bei den Wegschiebeboys, wir hätten nicht genug Salz. Also davon kann aber nur wirklich keine Rede sein. Dass es im Winter schneit, also das kommt vor. Damit kann man rechnen. Aber dass ausgerechnet Schnee auf die Straßen fällt, ja, da kann man jetzt nur wirklich nicht mit rechnen. Also da muss ich dich in Schutz nehmen. Unser Bürgermeister hat nicht nur die Restbestände vom Streusalz aufgekauft. Er hat Salzheringe ausgewrungen. Er hat Salzstangen abgebittelt. Er hat Salzkartoffeln malträtiert, nur um Salz zu gewinnen. Da muss ich sagen, das hast du großartig gemacht, denn seitdem du hinter Salzheringen her bist, liegt kein Schnee mehr auf unseren Straßen. Herzlichen Dank für deinen selbstlosen Einsatz, lieber Lutz. So funktioniert Demokratie. Ist man gerade gewählt, muss man schon wieder abdrehen. Ihr sagt demnächst, ich war Prinz, ich war Bauer und ich war Jungfrau. Das ist nicht richtig. Prinz, Bauer und Jungfrau bleibt man sein Leben lang. Herzlichen Dankeschön. Müssen mal am Bock gehen, wer lange nicht mehr da war. Das ist renoviert, das erkennen Sie nicht mehr wieder, das Gebäude. Was meinen Sie, was so ein Schwelbrand, was der für Vorteile hat? Ja. Es brennt in der Küche und anschließend muss die Versicherung den Schaden im Dachgeschoss regulieren. Aber ich habe den Conny getroffen, ich habe gesagt, Conny, ich habe gehört, bei dir hat es gebrannt. Sagt er, pss, morgen. So. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ich kann das bestätigen. Ich bin nervös. Deswegen, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte eigentlich vor, mich um diese Karnevalsrede zu drücken. Ja, ich bin noch nicht so lange im Amt und deshalb nicht gewohnt, dass die Leute mich auslachen. Dann habe ich gefragt bei den anderen Ratsfraktionen, möchte mich bitte jemand vertreten? Bei den Grünen, Günther Zipfus. Der hat sich strikt geweigert, das Klima im Saal anzuheizen. Habe ich gefragt bei der FDP, Dr. Fischer. Die sind nicht gewohnt, vor so großen Sälen zu sprechen. Gut, KIT-Initiative, Fabian Schütz. Sagt er, gerne, aber nur beim Kinderdreigestirn. Meine letzte Hoffnung, SPD, Herr Waldschmidt. Zurückgewunken, machen wir nicht. Sie sind jetzt hier vor Ort. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen gemein, aber ist ja auch die einzige Gelegenheit im Jahr, wo ich mich ein bisschen daneben benehmen darf. So ihr Lieben, jetzt ist es soweit, der Moment ist gekommen. Es gibt einen neuen Schlüssel. Ein zierliches Gerät, damit es nicht verloren geht. Hiermit proklamiere ich euch zum Dreigestirn unserer Vaterstadt Bergisch Gladbach und wünsche eine traumhafte Session.
Aerosolen hängen an den Uhr. Und die Löwen sind am Uhr. Jahrelang ist sie mir auf dem Kopf herumgetrampelt, aber nur, weil das Steuerberatungsbüro eine Etage über der Kanzlei liegt. Ihre Lieblichkeit, die Jungfrau Sandra, Sandra Gutti! Ja, als zweites möchten wir uns ganz herzlich beim Publikum bedanken, bei euch für diesen traumhaften Einzug. Wir hatten ja schon oft die Möglichkeit, diesen Einzug mitzuerleben als Gardisten, normal in der Reihe, aber das ist einfach der pure Wahnsinn. Also, ich habe das Gefühl, ich bin hier reingeschwebt. Es war einfach, also es war traumhaft. Es war ein Riesenknaller für uns. So, und deswegen... Eins, zwei, drei, jetzt in der Reihe, drei stehen. 4, 5, 6, wer hätte das gedacht? Jung, ihr drei, sind mit Spaß und Freude dabei. Bei uns wird nur gesungen und gelacht. Jung, ihr drei, sind dies Jahr bei euch drei stehen. Sandra, Alexander und der Sven. Jung, ihr drei, sind dies Jahr bei euch drei stehen. Und wir reihen uns so furchtbar je. Eins, zwei, drei Stelle mit Prinzengarde. 4, 5, 6 am Bach und in der Bar. Die Garde und wir drei sind mit Spaß und Freude dabei. Bei uns wird nur gesungen und gelacht. Nur wir drei sind dies Jahr bei euch drei stehen. Sandra, Alexander und der Sven. Ja, wir drei sind dies Jahr bei euch drei stehen. Und wir reihen uns so furchtbar je. Jungfrau Sandra. Bauer Sven. Prinz Alexander. Sind nicht ihr drei stehen. Wir drei sind dies Jahr euer drei stehen. Sandra, Alexander und der Sven. Ja, wir drei sind dies Jahr euer drei stehen. Und wir drei an euch so furchtbar je. Ja, wir drei sind dies Jahr euer drei stehen. Sandra, Alexander und der Sven. Und wir drei an euch so furchtbar je. Ja, hat euch das Lied gefallen?